An diesem Morgen fühle ich mich sehr wohl. Es hat gut getan, am Abend mit anderen Pilgern gesprochen zu haben. Jetzt schlafen sie noch, ich bin als Erster aufgebrochen, sehe keinen Sinn darin, länger im Bett zu verweilen, wenn die Sonne schon aufgeht und noch viele Kilometer vor mir liegen. Es hat sich herausgestellt, dass Dani auch schon in der Jugendherberge von San Sebastian gewesen ist, aber wir haben uns dort nicht gegenseitig als Pilger erkannt. Maurizio werde ich wohl nicht mehr wiedersehen, denn er hat ein Zelt dabei und wenn es nach 15 oder 20 Kilometern keine Herberge gibt, sucht er sich irgendwo einen Platz zum Zelten. Trotz Zeltes ist sein Rucksack leichter als meine. Er verzichtet auf solch fundamentale Dinge wie Schlafanzug, Kamera und sogar Zahnpasta. Der Weg führt von der Küste fort und ich versuche einen letzten Blick auf das Meer zu erhaschen. Erst hinter Portugalete wird der Weg wieder direkt an der See entlang gehen. Kurz bevor ich Marquina Germain erreiche, holt mich plötzlich erstmals ein Pilger ein. Dann. Er hat ein viel höheres Tempo als ich und ich lasse ihn ziehen. Ich freue mich schon auf den heutigen Etappenort, das alte Zisterzienserkloster von Sena Russa. Der Name klingt nach einem russischen Abendessen und Pilger bekommen dort zwar keinen Borsch, aber gute, heiße, vegetarische Suppe. Zuvor jedoch durchquert man den kleinen Ort Bolívar, wo mit einem Museum und einem Denkmal des größten Nachfahren dieses Dorfes gedacht wird, Simón Bolívar, dessen Familie von hier stammte und der den damals spanischen Kolonien im nördlichen Südamerika die Freiheit bescherte. Beim folgenden Aufstieg zum Kloster fühle ich mich in eine andere Zeit versetzt. Dani hat in einer Pension unweit des Klosters übernachtet, ich in der klostereigenen Pilgerherberge.
Am Abend kam noch ein Ehepaar aus Vitoria, Gabi und José Antonio. Und so bin ich nicht allein gewesen. Die beiden sind erfahrene Pilger und kennen fast alle Routen in Spanien und so ist für viel Gesprächsstoff gesorgt. Sie brechen noch zeitiger auf als ich. Ich fühle mich etwas müde, vielleicht haben wir am Abend zu lange geredet und die Anstrengungen der letzten Tage stecken mir noch in den Knochen. Dieser Tag scheint ein Tag der Hindernisse zu werden. Durch die Stürme der vergangenen Tage sind einige Bäume entwurzelt worden und versperren den Weg. Aber Probleme sind dafür da, gelöst zu werden, hat mir mal ein französischer Pilgerfreund gesagt, und Hindernisse, um überwunden zu werden. ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo entiendo. Es, me siento muy cansado y además, pues no lo sé. Ich habe die Nummer meiner spanischen SIM-Karte niemandem gegeben. So kann ich auch nicht vergeblich auf eine Nachricht von ihr warten. Andererseits weiß ich überhaupt nichts mehr von ihr. Ich denke, dieser Weg hätte ihr nicht gefallen. Man sieht nicht das Meer und auch keine Tiere. Estos han estado durmiendo en el albergue, pero como andan mucho, estos andan mucho, mucho, mucho. Pues, no, mire, va a salir hasta en Alemania usted, porque este es alemán el que está filmando. Mira, espera, espera, que me caigo y todo. An diesem Tag entwickeln wir uns zu richtigen Kletterexperten. So viele Hindernisse sind zu überwinden. Gabi gibt den Weg an und wir folgen ihr. Se puede? Se puede. Agarrándose a este árbol, Baja con cuidado. No, pero agarraros al árbol, ¿eh? No, claro. Espérate, que ahora a ver por dónde salimos. Allí hay obras, oye. Allí hay obras. Gabi und José Antonio wollen in Guernica bleiben. Dani und ich wollen weiter zur touristischen Herberge von Morga, damit die Strecke nach Bilbao am Tag danach kürzer ist. Gabi fragt, ob ich angerufen hätte. Nein. Okay, wozu habe ich eine spanische SIM-Karte im Handy? Ich rufe an. Die Herberge ist voll. Die Jugendherberge in Guernica ebenfalls. Wir ziehen alle in ein Hotel im Zentrum von Guernica. So schaffe ich es endlich, ins berühmte Friedensmuseum von Guernica zu gehen. Im spanischen Bürgerkrieg haben die deutschen Soldaten der Legion Condor diese Stadt in Schutt und Asche gelegt. Am Morgen rufe ich von der Plaza aus in Deutschland an. Ich wähle die Nummer ihres Mobiltelefons, doch eine männliche Stimme meldet sich, fragt Hallo und Wer ist dort? Ich kenne die Stimme. Ich lege auf. Was macht er mit ihrem Handy? Warum schaltet sie es nicht aus, wenn sie ohnehin nicht dran geht? Ich gehe, habe keinen Blick mehr für die Sehenswürdigkeiten in Guernica, an denen ich nur aus Pflichtbewusstsein stehen bleibe. In mir wächst eine Wut. Ich gehe und singe laut. Mir kommen nur Lieder in den Sinn, die sie mir geschenkt hat. Это все, что возьму я с собой. Две мечты да печаль стакан. Мы воскреснув, допили до дна.
я не знаю, зачем тебе нам правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Не свою дорогу вести. До свидания, Динки, прощай. Это все, что останется. Возьми меня. Это все, что возьму. Все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Fast den ganzen Tag über begegne ich keinen anderen Pilgern. Erst in Lezama treffe ich auf Gabi, José Antonio und Dani. Wir essen zusammen, danach trennen wir uns. Vor Bilbao muss noch ein Berg überquert werden. Die Liebe ist ein einziges Nullsummenspiel. Sie steht auf der Straße und du bist still. Setz alles auf die Zehen mit den Herzen drauf und glaubst ganz fest, das ist der Schicksalslauf. Verschränkst deine Arme, ja, du regst dich auf. Dein Einsatz ist alles, du nimmst es in Kauf, dass du sie nicht mehr wieder siehst und auch nicht dein Geld. Du bist und bleibst geboren als Vorstadt-Anti-Held. Gesetzt ist nicht verloren, gewonnen nicht gehabt. Das Gold liegt auf der Straße, drum sei nicht eingeschnappt. Und weil dein Ego schwarze Haut so unwahrscheinlich mag, sitzt du dafür am Bildschirm fest den ganzen Tag. Ist dein einziges Nullsummenspiel. Du siehst sie nicht in Cadiz und auch nicht am Nil. Tanga nicht in Kapstadt, in Delhi oder Bonn. Zu viel ist Trockenfiebers, das hast du nun davon. Ende ist jeglicher Höhenflug. Dein Magen umgedreht, doch damit nicht genug. Die Wimpern sind gewellt, die Haut ist abgepellt. Der Strom ist abgestellt, der Wirt ist verprellt. Die Miete nicht bezahlt, was tust du also nur? Du nimmst den nächsten Jet nach Singapur. In der Touri-Info am Theater sagt man mir, dass die Pilgerherberge geschlossen sei und ich in die Jugendherberge müsste. Man empfiehlt mir, die Straßenbahn zu nehmen. Ich weise den Vorschlag zurück. Ich bin den ganzen Tag gelaufen, die letzten Meter werde ich auch noch zu Fuß zurücklegen. Vielleicht ist es falsch, denn ich werde mit jedem Schritt müder. Aber wenn ich gehe, muss ich wenigstens nicht an sie denken.